Was geht YouTube? Ganz schön, wenn sich die bestimmt so. Ich hab's jetzt nochmal. Oh, wir sind das extrem empfindlich. Nochmal probiert mit Bandicam. Ob es jetzt geht, weiß ich natürlich nicht. Ich will jetzt hier, bin ich auf der in der Warteschleife für ein BVB Gedönse, Ich will nämlich BVB mal machen. Da ist der Todesritter, gegen den ich vorhin gewonnen habe. Jetzt habe ich jetzt Stufe 66. Jetzt kämpfe ich nicht mehr gegen den. Den habe ich vorhin zweimal blatt gemacht. Und das, obwohl ich im PvP schlecht bin. Sehr schlecht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt mal, weil ich jetzt das erste Mal gewonnen habe. Im PvP. Gegen den da, der vor mir steht. Da vorne. Da vorne. Da vorne ist er. Gegen ihn. Habe ich zweimal ineinander gewonnen. Dachte ich mir, na, vielleicht ist es jetzt echt so OP, wie es im Ding stand. Die. Oh, wieso sind so empfindlich jetzt die Maus, Alter? Oh. Ja, deswegen habe ich mir den Frost-DK gemacht. Ich hatte vorher unheimlich DK. Frost macht mehr Spaß, ist cooler. Also ist auch stärker, macht mehr Spaß. Weißt du schon Bescheid. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche jetzt mal die Kriegshündenschlucht zu dötzen. Vielleicht kriege ich ja wirklich ein paar gebacken, ein paar Kunden auf die Fresse zu hauen und mir ein paar Ehrenpunkte zu ergattern. Weil da gibt es ja auch gutes Equip. Wenn es nachher wirklich Fun macht und vielleicht bleibe ich auch hängen und mache nachher nur noch mit dem DK PvP. PvP ist natürlich ein bisschen spannender. Es ist eigentlich auch irgendwo geiler, weil du halt gegen andere Spieler, die du auf die Fresse hast. Aber PvE ist halt auch irgendwo. Macht mir auch Spaß, ehrlich gesagt. Inis und ganzen Scheiß zu dingsen. Und da einen Recount anzuführen, wie man da unten gerade sieht. Und so. Ja. Jetzt, auf jeden Fall, stopfe ich mir gerade eine Zigarette nebenbei. Wo ich husten habe, wie Sau. Gebappte trotzdem. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe es vergessen. Ja, da machst du nichts. Ach nee, man sieht ja, glaube ich, den Recount gar nicht, wenn mein Facecam mit unten ist. Ich weiß nicht. Kann ich so nicht sagen. Aschen, da hinten. Yo. Wenn wir einmal dabei sind, hier mein neuer Xbox-Controller. Dann kann ich schön Xbox spielen, aber leider ist kein Anschluss für ein Dings da, für ein Headset. Das heißt, wenn ich jetzt Dark Souls aufnehmen wollte, kann ich keinen Audiokommentar dazu aufnehmen. Schlecht, deswegen wird Dark Souls wohl erstmal ein, zwei Wochen aussetzen, bis ich wieder ein anständiges Gamepad habe, wo ich ein Headset dran anschließen kann. Ist leider so. Was haben wir hier? Das ist der DK. Das ist aber scheiße schon, das Ding. Jetzt steht aber 21 Minuten. Ja gut, 21 Minuten, das trotzdem habe ich. Alter, die Mausempfindlichkeit, kann ich da was umstellen? Ist es nicht so extrem. Sound aktivieren. Todesritter stimmen. Aktiviert Spezialeffekte zur Stimulation. Deaktivieren, um die Leistung zu verbessern. Kein Plan. Okay. Interface vielleicht? Steuerung. Steht auch nichts von der Maus. Hallo, hallo, hallo. Maus. Stell das, mit der sich die Kamera bewegt, wenn der. Das ist immer noch so übelst abgehoben. Also ich kann mich doch so nicht. Warum ist es so seltsam? Ich check's nicht. Gerade beim PvP brauche ich das doch dann mit der Maus. Sie spinnt. Die Maus ärgert mich. Was ist mit ihr? Hier, guck mal. Wie cool die Viecher aussehen. Übelstes Viech, Alter. Lässig.
ich meinen Druidenarm erreichen und so weiter. Aber das ist Wildheit, das ist ja kein Heiler. Der will nicht mehr gegen mich kämpfen. Aber er ist jetzt ein Level über mir, jetzt hat er eh eine Chance. Das ist halt so. Den habe ich von Upload gemacht, aber der ist jetzt Level 32. Das ist ja keine Kunst, den zu besiegen. Ne? Wisst ihr was? Ich beende die Aufnahme jetzt erstmal hier. Diese Stelle. So sozusagen einen kleinen Cut. Und sobald dieses blöde PvP anfängt, mache ich wieder an. Bis denn. Jo, und da bin ich wieder. Diesmal habe ich die Webcam jetzt mal oben rechts in die Ecke gejuckt, weil da ist eh bloß die Map, die juckt ja keinen. Wie gesagt, ich versuche jetzt mal hier Kriegshöhenschlucht ein bisschen PvP zu dönsen. Ich bin halt im PvP nicht gut. Aber ich gebe mein Bestes. Ich versuche es einfach mal. So, mit der Kamera gehen wir mal ein Stück raus hier. Krieger. Krieger. Schurken. Dudu. DK. Warum steht da hinter in Klammern 64? 66? Ich verstehe es nicht. Ich sehe was. Der hat nicht mich gemeint. Ja. Eine Minute, 11 Sekunden, dann geht es rund. Hoffe ich. Der Goblin lacht über den. Ja, das ist wahre Liebe. Ja, strecken muss man sich auch mal. Nebenbei. Ne? So, dann wollen wir mal hoffen, dass da jetzt ein bisschen was los abgeht. Ich kann für nichts garantieren. Es kann sein, dass ich jetzt tierisch die Fresse voll kriege. Im PvP. Wird auch so sein, denke ich mal. War bis jetzt immer so. Warte mal, ich hau mal hier Dings raus. Touchering. Langeweile hier, der Isaac. Ja, ich würde sagen, geht ja gleich los. Stellen wir uns schon mal wieder an die Tür. Komm, los geht's, los geht's, los geht's. Kenne ich mich hier aber nicht aus. Aber ich denke mal, wenn ich hier rumgehe. Genau, da lang. So, ich habe jetzt schon ewig kein PvP mehr gespielt. Also eigentlich mit dem Account hier noch gar nicht. Da vorne ist auf jeden Fall ein Todesritter, wie man sieht. Hier ist hundertprozentig irgendwo jemand. So, klaut sich mal immer die Flagge. Ich will es nicht machen. Ich bin schlecht im PvP. Komm los! Alles klar, und los geht's. Die haben bestimmt auch unsere. Ja, haben sie. Wo gehst du hin? Wo willst du hin? Kleiner Umweg. Kein Problem. Ich bin bei dir. Ich bin direkt hinter dir. Eskortiere. Was ist das? Ist bestimmt ein Paladin oder so. Ach ne, ist ja auch ein Todesritter. Sieht man jetzt gleich schwer wie ich. Und hat Frost. Scheiß drauf. Ruhmzeug. Magie da. Weißt du, was ich meine? Dieses Messer so leuchtet. Ey, cool, Alter, Abkürzung. Ne, Abkürzung nicht, aber ein bisschen versteckter Umweg. Passen. Ich hoffe mal, dass hier so schnell keiner von den Pennern kommt. Verbleibende Zeit, 13 Minuten. 13 Minuten, also geht es eine Viertelstunde insgesamt. Oh, da ist er, Krüppel. Oh, ich hau dir aufs Maul, du Vogel. Junge. Scheiße, scheiße.
Aber so lenke ich die wenigstens ab. In der Zeit kann der unsere Flagge weiter. Ah nein, wir haben die Flagge gar nicht mehr. So, das erste Mal aufs Maul bekommen. Habe ich ja gesagt, dass das mal so passieren wird. Aber man kann es ja mal versuchen. Ultinus. Ihr seid gestorben. Und weiter geht's. Ne. Haben wir hier gleich unseren Dings da. Und da unten geht's wieder schön zur Sache. Die Horde hat schon einen Punkt. Ach, die Horde, die Allianz. Verdammt. Da machst du nix. Da machst du... Wie, das Feuer noch? Nee. Die haben schon wieder unsere Flagge. Da müssten sie ja gleich irgendwo hier rauskommen. Da vorne läuft jemand. Wenn ich jetzt da in die Mitte renne, wo sie alle kämpfen müssen, ist das ja Quatsch. Ich brauche ja die Flagge, wenn ich das irgendwo herholen. Aber da kommen sie schon wieder alle. Angestürmt. Oh, hier. Wer hat unsere Flagge? Wo ist sie? Da hier. Hat sich totgestellt, die Sau. Komm her jetzt. Oh, das sind mir zu viele. Nein! Hab ich den jetzt getötet oder was? Jetzt bin ich selber wieder tot. Auf jeden Fall mal Erfolg gekriegt, ein ehrhafter Sieg. Ja. Dann schauen wir mal. 10 Sekunden. PvP ist echt nicht meins. Es ist nicht meins. So. Reit hier. Bam. Los geht's. Wir haben die Flagge. Sollten jetzt vielleicht sehen, dass wir die Flagge mal bei uns reinkriegen. Du Wichser! Der macht mich platt. Der macht mich platt. Der macht mich einfach platt. Keine Chance. Keine Chance. PvP ist echt. Ulruk. Alter Muruk. Beginnt das hier mit der Statistik, dass ich da. Oder geht es noch erst am Ende wieder? Ich weiß es nicht mehr. Ich nicht wissen? Guck mal, ein Stück können wir nach vorne haben hier. Dann machen wir unser Horn des Winders. Tschakalaka, Schinkenknacker. Komm. Weiter geht's. Und. Wow. Wie gesagt, ich kenne mich. Aber beim PvP keine Ahnung, was ich da jetzt am besten die beste Taktik mache. Ja, und heute, ich bin ja einfach nur am Dillern. Komm, den hauen wir weg hier, den Gribbel, den müssen wir weghauen. Ich bin betäubt. Nein! Kann ich sehen? Ich will den Typen platt machen. Alter, Gedresche, Gedresche. Die gehen alle auf mich los und es sind viel zu viele und ich habe keine Chance und. Schon wieder tot. Wie gesagt, ich bin beim PvP, weil ich einfach keine Ahnung habe von dem Scheiß. Total. Das klingt so doof, Vogel, Alter. Das wird wohl nichts werden. Werden wohl, oder übel, scheitern. An diesem Punkt. Entschuldigung. So ein dringender Weg, sein Ding. So. Komm, ruf doch mal das Pegasus-Ding jetzt hier. Stirb! Komm her! Junge! Wie viele denn noch, alle? Wie viele denn noch? Ich brauche einen Heiler. Vielleicht hätte ich es mal mit der Arena probieren sollen, wo wirklich nur drei
die haben schon zwei Flaggen. Das heißt, wenn sie sich jetzt die nächste holen, ist hier Ende Gelände. Da den Schurken, den Schurken, den Schurken! Das heißt, ich unsichtbar gemacht, dieser. So gut waren wir schon lange nicht mehr, sagt der Blackmore-Typ da. Der hier unten, der wohl natürlich sauschlecht ist. Wird nicht gemeckert, ich gebe mein Bestes. Ich bin halt normalerweise keine übelste PvP-Sau hier. Was heißt übelste? Ich bin überhaupt keine PvP-Sau. Ich mache das hier nicht oft, ich bin schlecht. Guck mal, die haben schon wieder eine Fahne, unsere Flagge. So, vielleicht sollten wir jetzt mal rausfinden, wo die ist. Und sehen, dass wir denjenigen davon abhalten. Dass der unsere Flagge immer zu sich snackt. Aber betäubt mich halt nicht, bitte. Oder? Du Schwanzkopf, du Blöder. Hier, 1 und 1, 1 gegen 1 PvP, keine Chance. Keine Chance. Was ist er? Paladin. Paladin. Machst du nichts, gell? Machst du nichts? Schlecht. Schlecht. Horn des Winters. So, dann machen wir unser Pferd hier, Pegasus. Aber die haben unsere Fahne, wenn sie die jetzt heimkriechen, da oben, weiß ich auch nicht, wo der. Jetzt haben sie sie. Das war's. Das war's, wo bin ich? Ich bin da unten. Allianz, hier, baba. In der Horde bin ich eine Mitte mit dem anderen DK. Machst du nichts? Wie viele Ehrenpunkte habe ich denn jetzt gekriegt? Hier, ehrenhafte Siege, 8. 1 zu 7. Bonus-Ehre, da steht ja gar nichts. Schlachtfeld verlassen. Das war's. Mal bekommen. Ich kann ja mal gucken, ob ich nachher noch eine Runde spiele. Aber das entscheide ich nicht allein. Benötige ich Hilfe. Und zwar die magische Miesmuschel. Die wird mir das jetzt sagen. So. Magische Miesmuschel. Soll ich nachher nochmal PvP spielen? Unbedingt. Unbedingt. Okay. Also werde ich nachher nochmal. Weiß nicht, ob ich das dann hier mit dran hefte oder ob ich das extra Video mache. Auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, dass ich es nicht kann. Ne? Macht aber nichts. Muss ja nicht jeder können. Und damit sage ich mal wieder, wiederschauen und reingehauen. Tschüss.